Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Kilea Podcasts, deiner Begleiterin auf der Reise als Schwangere und Mama. Ich bin Julia, die Geschäftsführerin von Kilea, und freue mich heute mit Hedi hier zu sein. Sie ist work life innovationsexpertin begleitet äh, Menschen als Coachin, Visionärin, Speakerin, Autorin und insgesamt Motivatorin, mehr Work-Life-Balance in ihr Leben zu bringen. Und genau dazu sprechen wir heute. Auch wir schauen uns an, was ist das eigentlich und wie komme ich dahin? Was ist der ominöse Weg, wie man allen Stress des Alltags hinter sich lassen kann in sein Leben in Einklang bringen kann, wie komme ich in diesen erwünschten Flow-Zustand. Wir schauen uns an, woran erkenne ich denn überhaupt, dass ich vielleicht außer Balance bin, was sind die ersten Punkte, wo ich ansetzen kann und berichten auch ein wenig von unseren eigenen Erfahrungen, was uns geholfen hat, mehr in diese Richtung zu kommen. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo, schön, dass du heute bei uns bist, liebe Hedi. Ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Und wir wollen heute zu einem ganz tollen Thema sprechen, nämlich das Thema Work-Life-Balance mit Kind. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, gibt es das überhaupt? Kann man das hinbekommen? Ich glaube, wenn man mit vielen Mamas spricht, ist das auf jeden Fall eine Herausforderung und immer wieder neu ajustieren, um dahin zu kommen, dass man das irgendwie hinbekommt. Und ich freue mich sehr, dass wir heute darüber sprechen. Vielleicht fängst du einfach mal an und leitest uns allen, was ist es denn überhaupt? Und wie komme ich dahin zu diesem wunderbaren, ruhigen Ort, wo alles gut vereint ist? Alles harmonisch und genau. Ähm, wie kommen wir dahin? Beziehungsweise was ist es erstmal? Work-Life-Balance oder ich würde eigentlich sagen, Work-Life-Integration oder Integration. Das ist eigentlich so das Wort, was, was für die meisten erstmal nicht so viel Erwartungshaltung, ja, Erwartungshaltung schürt. Ist das, wenn du deine Arbeit mit deinem Leben vereinst und erfüllt bist? Ich finde immer, dieses Wort Erfüllung ist das, was dann am Ende bei rauskommt und du tatsächlich in diesem Fluss bist, in diesem Flow, vielleicht auch Work-Life-Flow, wo es nicht mehr diese diese Krämpfe gibt, diese Ängste, diese Sorgen und auch das, was ja bei häufig bei vielen Mamas der Fall ist, zumindest mit denen mit denen ich zusammenarbeite dass sie das Gefühl haben, immer zurückstecken zu müssen. Jetzt haben sie ein Kind und jetzt ist das Leben sozusagen vorbei. Das, was sie vorher aufgebaut haben, das, was ihnen Spaß gemacht hat, äh, das ist dann mit dem Kind vorbei. Und ich glaube, dass dann das wahre Leben beginnt. Und gerade mit Kind und mit diesen Fähigkeiten, die du ja dazu gewinnst als Mama, dass das Leben und das Arbeitsleben noch noch viel köstlicher werden kann. Und das ist so meine Vorstellung und meine Intention, wenn es darum geht, Work-Life-Balance bzw. Work-Life-Integration bzw. Work-Life-Innovation, wofür ich stehe. Ne? Innovation, also das zu tun, was deinen Werten entspricht, was deiner Vision entspricht, was deinen tiefsten, was deinem Purpose entspricht. Also Sinn. Wir haben so viel mit diesem Thema Sinn zu tun, gerade wenn wir in Veränderungsprozesse rauschen, was nun mal dieser Mama-Wertprozess ist ist. Und da macht es unheimlich Sinn, sich nochmal komplett die Frage zu stellen, wer bin ich, was kann ich und wo will ich eigentlich hin und was, was möchte ich eigentlich dieser Welt geben. Ja, das so in ganz kurzem Abriss. Ja, also du sprichst mir auf jeden Fall aus der Seele. Ich kenne es ja. Ich bin ja selbst vor anderthalb Jahren Mama geworden und vor allem dieses Thema, dass es so eine sehr große Veränderung ist und vor allem finde ich das erste Mal im Leben so eine ganz forcierte Veränderung, also wo du wirklich auch nicht vor oder zurückgehen kannst, sondern es ist dann halt einfach so und es ist auch der Zeitpunkt, den das Kind wird. Es ist dann halt einfach da und ab dann ist alles anders. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es alles schlechter ist, sondern es kann ja auch alles auf eine andere Art schöner werden. Es ist halt einfach nur wirklich anders. So. Das kann man nicht anders sagen. Du hast schon erwähnt so diesen Flow Zustand. Kannst du da noch mal beschreiben, was das für dich ist oder was es vielleicht auch gerade nicht ist? Also, woran erkenne ich, bin ich in diesem Zustand oder nicht und ja, wie kann ich mich da vielleicht selber hinbewegen? Ja, super. Es gibt tatsächlich eine Definition, also Flow ist weder das Burnout Thema, wo du zu überfordert bist, als auch das Bore-Out-Thema, also wo du gelangweilt bist. Und ich glaube, das ist gerade die, die Krux ja bei uns uns Mama, gerade wenn wir Mama werden. Wir sind entweder in starker Überforderung, alles ist neu, wie du gesagt hast. Und aber auch Unterforderung. Vielleicht mental. Ich möchte endlich wieder ne, Projektteam leiten oder ich möchte Verantwortung bekommen auf anderer Ebene und vielleicht aus, die, aus, dem, aus dem Windeln wechseln herausgehen. Das kann, das kann, wir können uns da so zwischen, ich glaube, ganz gut wiederfinden in beiden Themen und dieser Flow-Zustand ist tatsächlich, wenn weder noch der Fall ist, sondern unsere, die Herausforderung so hoch ist, dass wir daran wachsen, dass es Spaß macht und die, aber es ist nicht Überforderung und es ist nicht Unterforderung, sondern es ist tatsächlich ein stetiges Wachsen, was, was wir handeln können. Ja, ja, ich glaube, da sprichst du ein ganz tolles Thema an, so das Thema, was wir handeln können. Das ist natürlich mhm. auch was, was man für sich rausfinden muss, vor allem in den verschiedenen Phasen des Mama-Seins. Es geht ja nicht nur um den Flow, wenn man dann auch wieder arbeitet, sondern auch schon im ersten Jahr muss man sich da ja irgendwie finden oder wie lange auch immer man sich entscheidet, zu Hause zu bleiben mit dem Kind. Was gibt es denn vielleicht auch so für Werkzeuge, um dahin zu kommen, um halt das aufzubauen, dass man Erstmal überhaupt in sich reinfühlen kann und zu schauen, was brauche ich denn. Das ist ja auch was, was Raum braucht im Mama-Alltag und ja nicht unbedingt gegeben, dass man das sofort weiß, was man eigentlich gerade braucht. Und wenn ich dann weiß, was ich brauche, wie komme ich dahin, dass ich halt mich nicht vom Stress unterkriegen lasse, sondern diese Momente von ja, Achtsamkeit im Alltag schaffen kann? Was gibt es da für Werkzeuge für mich? Ja, du hast total wichtige Dinge jetzt gerade angesprochen. Achtsamkeit im Alltag, Stress. Es geht, finde ich, gerade auch bei diesem Wort Work-Life-Balance, was viele ja auch in die Irre treibt, weil sie denken, jetzt müssen sie zwei Stunden am Tag meditieren. Ja? Oder äh, sie brauchen jeden Tag ein Self-Care-Ritual. Natürlich im Idealfall ist das, ist das toll und wir können es zurückziehen und wir können mit unserer Intuition. In Kontakt treten und fragen, so was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse? Der erste Part aber, der am aller, aller wichtigsten ist, in den meisten Fällen erstmal, was kann ich rausschmeißen? Was sind die Dinge, die mir Energie ziehen? Weil es geht in dem Flowzustand egal ob es jetzt nur der Flow-Zustand ist, ob wir ihn nur so nennen oder ob es unser Alltag ist, ob es unsere, unser Dasein ist, es geht immer um Energie, um persönliche Energie. Wo stecke ich die Energie hin? Wo habe ich die Energie? Und wo kann ich sie wieder auffüllen. Und in den meisten Fällen, wenn wir erstmal ganz ehrlich drauf gucken, und das können wir auch schon erkennen, wenn wir überlegen, was sind denn eigentlich meine Werte, um eine bessere Entscheidungen zu treffen. Also meinetwegen, ich mache es jetzt mal ganz konkret, mein, mein Thema ist oder mein Wert ist Freiheit und Kreativität. Ich habe aber das Gefühl, seit ich Mama bin oder schon davor, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir ein Leben aufgebaut. Was weder freiheitlich ist, noch meine Kreativität fördert. Und das merke ich dann, wenn ich Mama bin, wenn es nämlich plötzlich still ist und dieser, dieser innere Live-Ticker ständig läuft und ich plötzlich das Gefühl habe, ah, okay, das erste Mal habe ich keine Ablenkung mehr und ich bin mit mir selber in Kontakt. Und dann poppt das alles hoch. So, das heißt erstmal Inventur. Guck erstmal, was gibt mir Energie oder hat mir auch die Jahre oder sogar als, als Kind immer Energie gegeben? Und was kann ich heute davon fördern? Das können so kleine Dinge sein wie Scribblen. Ich habe eine Klientin gehabt, die hat unheimlich gerne früher gemalt, Kassette hören und malen. Ich kann das total nachvollziehen. Und die hat dann einfach angefangen, sich eine schöne CD aufzulegen und zu malen, zu scribblen. Dann ganz, ganz wichtiger Punkt Was zieht mir Energie? So, und da sind wir <laughs> in einem großen Pool der Erwartungshaltung von außen, was. In den meisten Fällen erstmal bedeutet, meine Beziehung zu klären, weil Beziehung ist der Hauptpol an Menschen, ja, Menschen die etwas von dir wollen oder dir etwas geben. Und häufig ist es tatsächlich so, dass unsere, unser, ja, unser Umfeld einfach wahnsinnig viel Erwartungshaltung hat, gerade wenn wir Mama sind oder gerade wenn wir Kinder bekommen. Da gibt es so diesen, diese Krux, dass gerade auch diejenigen, die vielleicht so in dysfunktionalen Familienstrukturen aufgewachsen sind, dann plötzlich haben sie ein Kind und haben es eigentlich geschafft, in ihren 20ern, vielleicht auch in ihren 30ern, Grenzen zu setzen, auch zu heilen. Und dann plötzlich ist die Erwartungshaltung da: ah, okay, das Kind ist da, jetzt darf ich wieder sozusagen in deine Familie eintreten. Jetzt bin ich wieder, ne, ich habe ähm, hab Anspruch auf, auf dieses Kind, das ist mein Enkelkind, wie auch immer. ja. Freundschaften, die sich verändern, die Beziehung zum Partner, zur Partnerin, die sich verändern. All das unter dem Aspekt, was gibt mir Energie und was zieht mir Energie und wo kann ich Grenzen setzen? Weil Grenzen setzen ist Selbstliebe. So. Das ist kein, kein egoistisches Muster, sondern das ist einfach notwendig, damit wir die Energie haben für uns, aber für unser, für unser Kind, für unsere Kinder. Und für den Alltag, den wir jetzt zu wuppen haben, und für die Veränderung, wie du sagst, die jetzt ansteht, weil Veränderung ist immer ein großes, großes Alarmthema für unser Unterbewusstsein, für unser Neandertalerhirn, unser Überlebenshirn. Das sagt auf gar keinen Fall Veränderung. Natürlich auf gar keinen Fall. Sei lieber unglücklich, aber da, wo du bist in deiner Komfortzone, als glücklich. Und ich kann es nicht mehr kontrollieren. Und diese ganzen Faktoren, die über die erstmal bewusst werden und vor allen Dingen, vor allen Dingen, ganz klare Grenzen setzen und wissen, Inventur, mach einfach eine Liste. Damit fangen viele Mütter erstmal an. Gibt mir Energie, zieht mir Energie. Und was ist der nächste Schritt, um das dann umzusetzen beziehungsweise, Wie gesagt, Grenzen zu setzen? Und ein großer Teil ist auch, also Überforderung. Das ist eine, das ist eine ganz einfache Formel. Du hast viel zu viel in deinem Umfeld was dir eben Energie zieht, viel zu wenig in deinem um Umfeld was dir Energie gibt und das Kopfkino ist absolut am ähm, florieren. <laughs> ganz großes Kino, ganz viel Popcorn. Und da eben Techniken, wie du sagst, Achtsamkeit, es gibt ganz tolle Atemtechniken oder mini minimalinvasiv und oh, null invasiv natürlich, wie die Schmetterlingsatmung. Schmetterlingsatmung ist eine Minutentechnik, die du machen kannst. Du legst dir einfach deine, deine Fingerkuppen auf die, auf die Brust und fängst an, ganz rhythmisch hin und her zu klopfen. Das ist, wenn du die EFT-Methode kennst, Emotional Freedom Technik, ist das auch eine Möglichkeit. Das ist eben eine Mini-Möglichkeit. Und dann fängst du an, in deinen Bauch zu atmen. Und wenn du das länger machst, 30 Sekunden, eine Minute. Ich merke es jetzt auch schon, ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht total entspanne. <laughs> Aber dann fängt dann an, dein, dein Nervensystem sich zu beruhigen. Was passiert, wenn das Nervensystem sich beruhigt? Haha, wir sind Zustandswesen, also auf Englisch ähm, State Dependent Beings. Wenn wir in einem entspannten Zustand sind, können wir, sind wir hier vorne in, unserem, in unserer Hirnplatte und können kreative Lösungen finden. Für eben die Veränderungen, die jetzt anstehen. Wir können nach vorne gehen. Wir können, wir können Dinge abstrahieren und dann und dann eben eher in die Zukunft gehen, als wir sind ängstlich, was nämlich passiert, wenn wir hier in, dem, in diesem archaischen Hirnbereich sind, wenn wir eben Angst haben und unser IQ geht runter und wir das Gefühl haben, Achtung, das passiert eben sehr, sehr vielen Frauen, diese gelernte Hilflosigkeit, dass wir denken, der Prinz sollte kommen. Das war immer. Meine, mein Ideal, der Prinz kommt und der wird mich retten. Das ist aber ein ganz normaler, das ist einfach eine Folge aufgrund dieser, dieses Zustands, was unser Hirn eben dann in dem Moment hat oder worin sich das Gehirn dann befindet. Und allein durch diese Veränderung der, der Atmung und des zentrierten Zustands kannst du dich in diesen anderen Zustand versetzen, der dir hilft, eben, wie gesagt, kreativ zu denken, lösungsorientiert zu denken. Die Q geht nach oben. Du hast die Power und gehst nach vorne. Genauso wie Atemübung, Wim Hof Atemübung, superklasse oder auch Alkaline Breathing. Das ist so eine schnelle Atmung, die dir hilft, das sympathische Nervensystem zu aktivieren. Das sympathische Nervensystem ist eben das, was dich in die Produktivität, in die Leistungssteigerung bringt und dich aus dem Parasympathikus, eben diesem ah. Angstzustand rausholt. Und dir damit hilft binnen wirklich Minuten, also die Wim Hof-Atmung, wenn du die meinetwegen auf Google dir mal anschaust, sind zehn Minuten Alkaline Breathing, gibt es schon ab sechs Minuten drei Runden. Das ist unglaublich, was das in deinem Körper anstellt und dir binnen Minuten die Möglichkeit gibt, wirklich danach andere, ja, die Welt ein bisschen anders zu sehen und vor allen Dingen auch mit Stress resilienter umgehen zu können. Ja, also ich, ich finde es ganz toll, das alles zu hören. Ich glaube, das, was man dann lernen muss im neuen Alltag, ist dann in dem Moment dran zu denken. So, ah, jetzt, jetzt wäre es für mich sehr hilfreich, wenn ich einmal tief durchatmen würde, wenn ich mir die fünf Minuten nehmen würde, um mein System einmal zu resetten, weil man das dann ja manchmal, wenn man so ganz tief drin ist, denkt man da in dem Moment ja überhaupt nicht dran und dann das so sehr zu verinnerlichen, dass man das in dem Stressmoment weiß, ah ja, das würde mir jetzt gut tun und dann auf diese Taktiken, sage ich mal, zurückzugreifen. Das ist das, was dann, glaube ich, auch so ein Lernprozess ist, wo man reinkommen muss. Oder, genau, und darauf aufbauend, nimm dir ein, einen Moment am Tag, wo du das immer machst. Wenn hm. das Kind schläft, nicht die Wäsche machen, nicht versuchen, perfekte Hausfrau zu sein, leg dich dazu und mach diese Atemtechniken. Oder wenn du aufwachst und duschen gehen willst, bevor du in die Dusche steigst und dein Partner, Partnerin, wie auch immer, das Kind vielleicht noch drei Minuten hat. Dann das zu tun. Oder wenn du in die Küche gehst, über die Schwelle trittst, dreimal atmen, dass du dir, dass du dir Cues, wie du sagst, weil sonst geht es unter, dass du dir Cues selber baust, damit es tatsächlich tagtäglich einfach wie Zähneputzen. Es ist mentales Zähneputzen, dass du das in irgendeiner Form integrieren kannst. Ja, ich denke immer, ich denke immer so darüber nach, dass man das in der Theorie dann immer alles weiß und dann. Das alles zu integrieren, ich glaube, da auch einfach so eine Sanftheit mit sich zu haben, dass man das lernen muss und dass das einfach vielleicht auch dauert und dass man dann immer am Ende der Woche versteht: Oh Gott, jetzt war ich wieder so gestresst, ich habe es irgendwie vergessen. Okay, dann probiere ich es nächste Woche einfach wieder. Und das muss auch nicht erst nächste Woche sein, sondern ich stelle es vielleicht am Mittwoch fest und dann probiere ich es am Donnerstag wieder. Da verfällt man ja manchmal in so ein Muster, dass man immer entweder denkt: Ich kann irgendwie Sachen nur montags starten oder so und morgen, nee, wenn es dir in dem Moment auffällt, dann einfach in dem Moment die drei Minuten für dich nehmen und also wenn es natürlich in dem Moment geht, das ist ja immer so ein Thema im Mama Alltag, dass es vielleicht in dem Moment gerade nicht geht, aber zumindest dann im nächsten möglichen Moment. Genau um, und schmeiß einfach das raus, was dir wirklich nicht gut tut, was das ist eigentlich wirklich der der, weil dann hast du wieder Platz. Ne? Also was was bei uns immer so in den Gruppen dann das da der Aha Moment war vor allen dingen wenn wenn dann gemerkt wurde ja okay wenn ich, wenn ich morgens nicht gleich mein handy anschmeiße und mich auf instagram irgendwie vergleiche oder die nachrichten die mich runterziehen ne, konsumiere dann habe ich vielleicht die fünf minuten die ich brauche oder wenn ich spazieren gehe dann werde ich, mir, wenn ich, werde ich nicht nachdenken oder grübeln darüber was jetzt heute nicht fu gut funktioniert hat was ich nicht geschafft habe sondern genau das gegenteil dass ich gucke dass ich mich Während ich, während ich schiebe, was geht denn jetzt? Ja, da geht eine kurze Atemübung. Ich, ich stelle mich kurz hin oder ich laufe auch. Es gibt auch Laufmeditation, total genial. Und das nutze ich jetzt ohne Affirmation, damit ich danach einfach in einem besseren Zustand wieder bin. Weil wir können aus allem. Das ist halt eben auch viele. Es ist halt auch das musste ich wahnsinnig lernen dieses Thema worauf ich mich fokussiere, daraus wird ein Elefant. Ob das die Ma Maus positiv ist oder negativ. Wenn die Maus negativ ist und ich mich darauf fokussiere, wird sie immer negativer. Und mein, ganzes, mein ganzer Tag war im Eimer. Versus wenn ich eine kleine Einheit mir wirklich, wenn ich mir wirklich morgens mit einem Post-it an den Spiegel klebe. Ich bin genug. Und wenn es auch nur das ist, das eine, und ich da zwei, drei Atemzüge drauf verwende, dann ist mein Tag schon ein ganz, ganz anderer. Ja, das, ähm, ich habe das persönlich, ich habe an meinem Spiegel eine Affirmation, wo drauf steht, ich achte auf meine Bedürfnisse, weil mir das ganz schwer fällt im Alltag. Und dann jeden Morgen so diesen Reminder dafür zu haben, das ist auch was, also unterschreibe ich sofort. Wenn wir vielleicht einmal auf unseren Alltag gucken. Ich glaube, für viele Frauen, vor allem wenn sie das erste Mal Mama werden oder vor allem, du hast es vorhin angesprochen, viel Druck auch von außen rum ist, es besteht immer noch irgendwie so dieser Irrglaube, ich werde Mama und dann ähm, habe ich immer noch mein ganzes Privatleben, so wie das vorher war, ich gehe immer noch aus und ich bin immer noch total auch so die Hottefrau, die irgendwie unterwegs ist. Hallo. Dazu bin ich die Supermama, die mit dem Kind jeden Tag einen Ausflug macht und ganz viele totale lernfördernde Spiele und ich bin hier total in der Mama-Rolle und dazu arbeite ich auch noch Vollzeit und man hat irgendwie so diese Erwartung an sich selbst, dass man wird zwar Mama, aber man leistet auch noch alles, was man vorher gemacht hat. Und Mamas haben eine unglaubliche Kraft in sich. Ich glaube, jeder, der eine Mama kennt, weiß, was die alles aufbringen können und was sie alles leisten können. Aber am Ende haben wir halt auch nur eine sehr limitierte Kraft in uns. Also es ist halt irgendwo gibt es halt eine Grenze. Und was gibt es denn für Möglichkeiten im Alltag, um zu schauen, wo kann ich mir vielleicht Kinderbetreuung holen, wo fühlt sich das richtig an, wie kann ich vielleicht meine Arbeit neu gestalten, weil ich halt nur 100 Prozent zur Verfügung habe und nicht 200 Prozent meiner Zeit. Ich glaube, es geht erstmal darum, dass du selber guckst, was du gesagt hast, was sind meine Bedürfnisse und wohin geht es hin. Ich glaube, das Fatalste ist jetzt, schnell mir Tipps zu holen von... In meinem Umfeld, weil die wiederum eine ganz andere Brille auf dich haben. Und die kennen vielleicht auch die Version. Also gerade das, das, das finde ich immer ganz interessant. Und das ist gar, gar nicht, das ist gar nicht wertend gemeint, aber es ist einfach so, dass wir ja einen Identitätswechsel durchmachen. Wir werden da jetzt, glaube ich, auch in, dem nächsten, ähm, in der nächsten Folge noch mal drauf was in unserem Hirn passiert, was hormonell passiert, in welcher Veränderung, wie du gesagt hast, diese radikale Veränderung, wo wir mittendrin stecken oder vielleicht auch gerade erst mal so am Anfang schwimmen und gar nicht wissen, was am Ende dabei herauskommt. Das, was diesen Prozess verlangsamen kann, ist vor allen Dingen, dass wir nach außen gehen. Wie gesagt, wir haben jetzt, sind jetzt vielleicht ängstlich, wir sind, Zustands, wir sind Zustandswesen, wir wollen jetzt den, den Prinz, der sagt uns jetzt, wohin die Reise geht. Und dann gehen wir nach Tipps und Tricks, die uns von außen gegeben wurden. So, die vielleicht aber mit einer ganz anderen Version, auch einer ganz anderen Generation zu tun hat. Und da ist es erstmal total wichtig, dir zu erlauben, dass du auf deine innere Stimme hören darfst. Weil das ist tatsächlich die Wahrheit und es wird dich am schnellsten in deine neue Identität katapultieren und aus diesem Matsch heraus. Deine innere Stimme. Jetzt ist es genauso wichtig, dein Umfeld neu zu sortieren, wie wir gesagt haben, und zu gucken, wo sind Menschen, die ähnlich ticken wie ich. Ja, wo, wo, wo es mir leicht fällt, diese Art von Hilfe, diese Art von Tipps und Tricks mir zu holen. Und natürlich Kinderbetreuung, wenn es für mich, viele, viele möchten es auch nicht und haben das Gefühl, sie müssen es, das ist Stress. Guck, was für dich passt und recherchiere. Es gibt unglaublich tolle Gruppen, ich glaube in fast jeder Stadt, die in irgendeiner Form ein großes ja, Telefonbuch auf zwei Beinen sind und sei offen. Das ist mir vor allen Dingen am Anfang aufgefallen, dass als ich auf dem Spielplatz war und erstmal gemerkt habe, wie wenig offen darüber gesprochen wird, über diese Phase. Und die meisten sehr, 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 sehr glücklich darüber sind, wenn sie sich austauschen können, aber wenn sie sich auch produktiv austauschen können. Nicht jammern, alles ist schrecklich. Ja, das auch anzuerkennen. Aber dann, was ist der nächste Schritt? Wie komme ich denn da raus? Hast, ne, hast du irgendjemanden, der vielleicht irgendjemanden kennt, der mir helfen kann? Sei es nun irgendwie therapeutisch, Coaching, eine Massage, jemand, der, der eine Leihoma ist, der nachmittags mal eine Stunde aufs Kind aufpassen kann und vor allen Dingen auch partnerschaftlich. Ne, wir versuchen häufig ganz, ganz viel zu organisieren, aber das, was eigentlich naheliegend ist nämlich vielleicht zu überlegen, wie können wir es dann innerpartnerschaftlich so organisieren, dass auch ich, wie du sagst, jetzt gucken kann, kann ich mir ein eigenes Business aufbauen? Da habe ich ganz, ganz lange gewartet, weil ich dachte, nee, Moment, ich bin doch die Mutter, ich muss jetzt alles hier wuppen und habe dann irgendwann meinen Mund aufgemacht und habe mir warum hast du denn gar nichts gesagt? Wir hätten das doch viel eher besser organisieren können, dass du eben morgens zwei Stunden hast, um Kurse zu machen, damit du dein Business aufbaust und verändert weil für mich war klar in dem Moment, nur als Beispiel, kennen vielleicht viele auch, die Sinnfrage ist gestellt, das was ich gemacht habe, nämlich durch die Weltjetten macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe Angstzustände, wenn ich Flugzeuge sehe oder wenn ich irgendwelche ähm, wenn ich Autos sehe oder wenn ich in irgendeiner Form das Gefühl habe, ich müsste jetzt gleich in den Zug steigen, da kriege ich Schweißausbrüche. Wie können wir es denn organisieren und da auch nicht so weit gucken, sondern erstmal, was ist mir denn schon gegeben als Ressource und die vielleicht mal anticken. Ja, und wenn wir jetzt vielleicht einmal, also ich finde mich in dieser Unterhaltung gerade total wieder, weil es natürlich auch irgendwie die Reise ist, auf der ich selber gerade bin. So, wie kommt man da hin? Dadurch, dass ich auch mein eigenes Unternehmen habe, verstehe ich vor allem auch den letzten Punkt. Aber was, und das passt auch dazu, dass ich mein eigenes Unternehmen habe, weil ich dachte schon vorher, ich habe sehr viel, Verständnis und Prozesse dafür, dass Mamas und Papas bei uns gut arbeiten können, also Eltern insgesamt. Aber wenn man dann selber nochmal Mama wird, hat man sicherlich nochmal eine andere Sichtweise drauf, versteht vielleicht Sachen, die man vorher so nicht verstanden hätte. Was kann man denn konkret als Arbeitgeber machen? Denn ich kann natürlich viel Arbeit bei mir im Privaten leisten, viel an meiner Einstellung arbeiten, viel mich selbst runterbringen, aber am Ende leben wir ja einfach in einem Gesamtsetting und der Großteil von uns geht halt arbeiten. Und wie können wir als Arbeitgeber auch unterstützen? Was kann ich vielleicht auch von meinem Arbeitgeber einfordern, damit ich das gut vereinen kann für mich? Total super wichtige Frage. Total gut, genau. Wir haben ja festgestellt, dass es ein Veränderungsprozess ist. Und nichts ist stetig. Also, wenn das Kind heute zahnt, heißt es nicht, dass es morgen zahnt. Wenn das Kind in die Schule geht, heißt es nicht, dass es morgen also es ist es ist alles immer im Fluss und ich glaube, wir kommen sowieso in eine Welt oder wir steigen jetzt eh in eine Welt ein, die sehr viel m, agiler, noch agiler wird, noch mehr im Moment auch als Arbeitgeber eben gucken kann und wir eben auch als Arbeitnehmer gucken können, was brauche ich denn und wie kann ich das wie kann ich das absprechen, damit es möglich wird. Ich glaube, es macht keinen Sinn, bevor ich mein Kind habe und weiß, was das auch für ein Kind ist und wie ich bin als Mutter und ob ich 20 Stunden arbeiten möchte oder 40 oder 80, dass ich dann schon ganz klare vertragliche Festlegungen, was meinen Arbeitsvertrag anbelangt, dass ich diese Absprachen dann schon führen muss, weil das gibt den größten Stress. Dass ich nämlich schon, dass ich dann irgendwie mit zwei Wochen, dann bin ich noch im bin ich noch im Wochenbett und denke mir schon, um Gottes Willen, ich habe jetzt gesagt, ich bin, das war aber mein Credo, ich bin genauso da wie vor der Schwangerschaft und noch viel besser und weil meine Mutter auch nach zwei Monaten wieder arbeiten gegangen ist, sagt, das ist das absolut normale und dann dieser Stress, jetzt muss ich mich outen, ich schaffe es nicht oder ich möchte es auch einfach nicht, das Selbstbewusstsein, ist sowieso im Keller. Jetzt geht es noch mehr in den Keller und ich habe auch nicht die Möglichkeit, wirklich gute Verhandlungen zu führen, eben weil das Selbstbewusstsein so wahnsinnig im Keller ist. Hier als Arbeitgeber sind die offenen Türen sind absolut Gold wert. Wenigstens das Gefühl, dass du kommen kannst und sagen kannst: Ich habe es unterschätzt oder ich habe es anders eingeschätzt und ich möchte wahnsinnig gerne, aber können wir gemeinsam eine Lösung finden? Gerade dieses gemeinsame Lösung finden gibt ja dann auch für das Unternehmen total viel Potenzial. Weil es heißt ja nicht, dass diese Position, wo ich vorher war, das ist das Non-Plus-Ultra und das werde ich dann mein, mein Leben lang machen, sondern jetzt habe ich ja wieder wiederum Skills dazu gelernt. Es gibt zum Beispiel Arbeitnehmer, wie auch, ähm, ich habe leider vergessen ihren Namen, ich habe heute Morgen nochmal geguckt, nach einer Ärztin, die nur mit Müttern zusammenarbeitet, weil die so effektiv sind, weil die so wahnsinnig effizient sind und ihre Zeit so toll einteilen können. Allein dieses Bewusstsein, wow, ich bin mehr wert und wo möchte ich das am besten fürs Unternehmen einsetzen? Wo kann ich meine Skills am allerbesten einsetzen? Gerne auch gerade, weil wir jetzt bei dieser Sinnfrage schon ein paar Mal waren, mit den Müttern einen Purpose-Workshop machen, mit den Müttern einen Visions-Workshop machen, mit den Müttern einen Werte-Workshop machen. Was ist denn deine Strategie jetzt als Work-Life-Innovator? Und was kannst du vielleicht noch von diesen ganzen Skills, die du, ich werde es jetzt auch mal ein bisschen konkret, weil das ist, ähm, ist ja ein bisschen abstrakt. Also zum Beispiel diese Agilität, diese Organisations, dieses Organisationstalent, dieses lösungsorientierte Denken, was wir häufig einfach so mitnehmen. Ja, so sind einfach Mütter, aber das ist ein absolutes super Skill in unserer heutigen Zeit. Wie kann ich da vielleicht, wie kann ich das noch besser trainieren, damit es dem Unternehmen noch mehr zugutekommt? Ja, um kann ich total gut mitfühlen. Wenn ich eins gelernt habe, dann ist es Zeitmanagement, dadurch, dass ich Mama geworden bin. Und ich glaube, das kann sehr, sehr viele Leute spiegeln, weil man halt einfach nicht mehr den Luxus hat, Sachen einfach so liegen lassen zu können, später zu machen, weil später ist halt das Kind da und es hat immer eine höhere Dringlichkeit und Priorität, einfach weil die Bedürfnisse von dem Kind ja noch sehr, sehr dringend sind. So, egal was es ist, es muss jetzt sein. So, und dadurch lernt man einfach. Sachen dann zu machen, wenn man halt den Raum dafür hat, dass man sie auch in Ruhe machen kann. Wir kommen jetzt langsam auch zum Ende der Episode. Hast du noch irgendwelche weiteren Tipps, irgendwie so ein letztes Wort, was du unseren Zuhörerinnen heute mitgeben magst? Gerne. Am Ende des Tages kommt es immer darauf an, was du dir erlaubst und wie viel du glaubst, es wert zu sein, es auch umzusetzen und durchzusetzen. Das, sind, das fängt bei den Morgenritualen an und hört dann bei dem auf wie du deinen Alltag und wie du deinen Arbeitsalltag deine work life innovation deine work life balance gestaltest weil wir sind die gestalter wir können nicht mehr darauf warten denke ich dass es jemand für uns regelt die kraft in uns ist, ist in uns da aber ob wir sie aktivieren das liegt wirklich an uns ich kann nur noch mal an dieses sisterhood auch nochmal appellieren dass wir uns gegenseitig darin Stärken, unterstützen, gut zureden. Ich kann mich erinnern, es gab einen Schlüsselmoment für mich in der Fußgängerzone, nachdem ich wirklich auf dem absteigenden Ast war, emotional, psychisch, wie auch immer. Und da sagte mir eine Mutter, sei doch so stolz auf dich, dass du heute es geschafft hast zu duschen. Und das hat mich so, das hat mir Tränen in die Augen gebracht, weil ich dachte, wow, anstelle das was man sich ja sowieso die ganze Zeit sagt, nicht gut genug zu sein, ist wieder nicht geschafft zu haben. Alle anderen schaffen es. Nein, stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Wenn du mal rausgehst und ehrlich darüber sprichst, dann ich habe keine gefunden, die gesagt hat, ja, bei mir ist alles in Ordnung. Nein, alle gehen durch diesen Veränderungsprozess und wir können den Veränderungsprozess aber auch gemeinsam durchlaufen, gestalten und uns gegenseitig stärken und das, was wir gelernt haben, weitergeben. Was für ein schönes Schlusswort. Danke für die schöne Unterhaltung heute. Sehr schön, war es. Dankeschön. Da sind wir auch schon am Ende unserer Episode angekommen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen, hast dich vielleicht auch beim Hören mal nicht so alleine geführt, denn wie wir besprochen haben, betrifft es einfach jede Mama oder auch, ja, jeden Menschen, einen Einklang zu finden in seinem Alltag. Mit dem, was man beruflich macht und dem, was man sonst auch noch alles privat erleben möchte, ist einfach eine große Herausforderung. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Und falls du heute schöne Sachen gelernt hast, für dich neue Erkenntnisse mitgenommen hast, teil die Episode doch gerne mit deinen FreundInnen oder hinterlass uns eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform, auf der du dir das angehört hast. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist.